Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia Doomsday. So, das ist einige Zeit her, seit ich das letzte Mal Deponia gespielt habe. Für euch ist es wahrscheinlich dann nur einen Tag her, seit ihr das letzte Mal die letzte Folge geguckt habt. Aber wie ihr wahrscheinlich auch feststellt, sind bei meinem Kanal gerade schon ein paar Monate vergangen. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich spiel mal wieder weiter und guck mal, was uns noch so erwartet. Hab mir gerade die letzte Folge nochmal angeguckt. Wir suchen die Zeitmaschine von unserem lieben McChronicle und sind jetzt hier gelandet mit unserer lieben Goal als Professor Rufus. So, reden wir mal mit den Studenten. Wo finde ich noch gleich McChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Okay, wir müssen zum Dekan und den Schlüssel holen. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Was haben wir hier? Einen Eimer. Den nehmen wir mit. An der Tafel können wir nichts machen. Laufrad. Was hier fehlt, ist eine unterbezahlte Aushilfskraft. Ah, dürfte nicht so schwer sein. Immerhin ist das hier eine Uni. Joa. Schnabeltierkorb. Schnabeltier. Schnabeltierkorb. Ein Schnabeltierkorb, wofür der wohl gut ist? Können wir hier den Käfig aufmachen? Da guckt es. Versuchsschnabeltier. Na dann komm mal bitte mit. Na komm schon, rein da mit dir. Ah, och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Und viel größer war er auch nicht. Aber ich würde sagen, dann ab mit ins Laufrad. So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Buh! Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich hier drücke, richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Ja, Rufus mag so einiges. Okay, Anomalie. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ach ja, der Ballon. Nein, nicht der Ballon. Vielleicht kennst du einfach nur nicht die richtige Art von Ballon. Rufus kennt auf jeden Fall die richtige Art von Ballons mit Zeitanomalien. Okay, Versuchsaufbau. Muss er schneller rennen? Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyonenverdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag Klugscheißer? Niemand? Tja, richtige Antwort. Merkt euch das alles für die Klausur. Okay. Goal? Goal, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wiederherzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke. Nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt, damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Okay, sie hat ihren eigenen Aluhut. Den müssen wir hier irgendwie abluchsen. Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Okay, so, wo geht's hier hin? Hier geht's nicht raus, hier ist irgendwie ein Gitter davor. Er guckt auf jeden Fall super gelangweilt. Er guckt, glaube ich, am spannendsten, oder? Er denkt nach, aber die gucken alle auf die Tafel, so wie es aussieht. Mensch, hier spielt die Musik, hier ist die Anomalie. Vorlesungsuhr. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Okay.
Wer kennt's nicht? Wenn irgendwas langweilig ist, vergeht die Zeit nicht. Raus, raus und hoch. Gehen wir erst raus. Wir bleiben nochmal hier drinnen und gehen nach oben. Wir gehen mal nach oben. Denkt daran, beobachtet die Anomalie. Macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinbof.org. Hui, wen haben wir denn hier? Albino-Schnabeltier. Können wir das einfach mitnehmen? Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Okay, hier haben wir irgendwelche Gerüst. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. Ob wir irgendwelche Stangen reintun müssen, aber hier können wir. Das hier ist das Gerüst. Das hier ist Regenrinne. Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Okay, Gerüst. Können wir das fangen? Oh. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Ja, okay. Komm, Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Das heißt, wir brauchen noch einen Köder. Nimm den Eimer. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Okay, wir brauchen wahrscheinlich irgendwas zu futtern für das Schnabeltier. Wir nehmen die Box wieder mit. Einmal nach unten. Regenschirm. Das muss McChronicles Schirm sein. Immer auf alles vorbereitet. Immer das Schlimmste vermuten. Und alles wie immer ohne jeden Stil. Den nehmen wir auch mit. So, haben wir alles? Laufer, Versuchsaufbau, Anomalie. Mit denen haben wir geredet. Hier ist noch so ein Rohr zum Turm. Die Uhr. Okay, wir gehen mal raus. Ich glaube, hier drinnen haben wir alles gefunden gerade. Schrottballstudenten. Was hat er denn hier für eine lustige Brille auf? So eine Nase dran. Oder ist das seine Nase? Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topfschlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh, keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Nein, so ein paar Süßigkeiten? Da hätte Rufus jetzt bestimmt Lust drauf. Hey! Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, okay. Aber es schadet auch nicht. Oder? Das hast du gerade schon mal gesagt. Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Vom Arsch. Er hört sich auf jeden Fall sehr ausgeglichen an. Na, was ist los? Schlag mal hier drauf. Na, dann zeig mal, was du kannst. Mit dieser lächerlichen Brille kann ich nicht einmal richtig sehen. Deine Augen können dich täuschen. Vertraue ihnen nicht. Als ich noch sehen konnte, schien es ja auch eine gute Idee, Mrs. Sensei zu heiraten. War die auch blind? Also jetzt reicht's. Zeig diesem Großmaul, was du gelernt hast. Hab ich was getroffen? Ja, den Kern der ersten Lektion. Du wirst kein Ziel treffen, solange Treffen nicht dein Ziel ist. Unser irischer Sensei ist ein echtes Genie. Und Schlag! Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen.
Hat er noch einen Spruch für uns? Und Schlag! Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Okay, er wiederholt sich. Was haben wir hier oben? Eine Ziege. Die kaut an der Fahne. Ist das die gleiche Fahne? Die Ziege kaut am Kleeblatt. Vielleicht bringt das Kleeblatt da Glück. Ist eine Glücksziege. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Okay. Labortür. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Okay. Ah, hier oben haben wir unser Albino-Schnabeltier. Nach vorne. Können wir hier noch irgendwas? Oh, was haben wir hier? Unkraut? Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedeiht. Da gedeiht sie am besten. Nehmen wir doch glatt mit. Die Pflanze riecht nach Lonzos Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Okay, da wissen wir genau, was Lonzo mit der Trash-Metal-Band macht. So, haben wir hier... Hier ist wie so ein Podest, wo man hier so ein Buch draufstellen kann oder vielleicht auch sogar so ein Notenblatt. Oder auf jeden Fall kann man hier einen Vortrag halten und hier sieht es aus, als könnten sich hier die ganzen Leute versammeln. Okay, wir gehen mal nach vorne. Wir gucken mal, was es hier gibt. So, hier geht's nach hinten. Hier können wir rein. Können wir hier... Hallo? Okay, irgendwie können wir... Hier ist doch eine Treppe. Das sieht aus, als wäre hier eine Treppe und man könnte hier runtergehen. Aber Rufus kann das anscheinend nicht. Dementsprechend, ja, hier unten scheint es auch nichts weiter zu geben gerade. Schwarzes Brett. Ein Schalter. Wir gucken erstmal ins schwarze Brett. Fotos von Baby-Wombats. Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Romantic Ninja? Und er teilt mit Rufus sein Pausenbrot. Roter Hebel. Roter Schalter. Zieht Rufus ja eigentlich schon magisch an. Ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen auf jeden Fall dran ziehen. Oh. Die Ziege. Okay, wir machen den Schalter wieder hoch. Okay, die Ziege ist jetzt hier. Und diese Fahne ist jetzt unten. Vielleicht ist der Stiel hier irgendwo reingefahren. Wir können später, wenn wir hier reinkommen, was an diesem Fahnenstiel unten befestigen, was da wieder hochfährt oder so. Oder wir kommen vielleicht von diesem Balkon hier an die Ziege ran. Wir lassen die Ziege erstmal da, wo sie ist. Okay, hier rein. Sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, wir können nichts anklicken. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi hopp. Okay. Hier sind wir wieder. Das bringt vermutlich auch nichts, wenn wir nochmal reingehen. Wir gehen trotzdem nochmal rein. Sie schon wieder.
Sehe ich richtig oder gibt es hier Luftspiegelungen? Zurück zur Vorlesung, aber Dalli! Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Aber da sitzt doch unser McChronicle und der hat so einen lustigen Hut auf. Und wenn das jetzt der Rektor war, der sieht irgendwie sehr jung aus. Okay, wir haben einen Zettel. Willst du mit mir mein Pausenboot teilen? Der Teil des Rätsels war leicht. Jetzt muss ich nur noch diesen Absender finden. Romantic Ninja. Unkraut haben wir jetzt hier. Den Schirm. Können wir Unkraut als Köder benutzen? Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier den Romantic Ninja finden. Und bekommen dann das Pausenbrot, das wir hier in den Schnabeltierkorb reintun. Und damit kriegen wir vielleicht dann unser Schnabeltier da oben. Okay, es gibt ja nicht so viele Personen hier. Dann... Guten Tag. Stör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Okay, dann in Hörsaal, dann bleiben hier nur noch drei Leute übrig. Und das sind hier unsere drei Studenten, wobei... Goal, bist du vielleicht Romantic Ninja? Irgendwie bezweifle ich, dass sie mir dabei helfen wird. Okay, dann halt Studenten. Heißt einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Ist das peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht. Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen. Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Okay. Pausenbrot. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus. Rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war. Und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Okay, wir müssen das Brot irgendwie alt machen. Können wir das Brot einfach... Das ist eine Zeitanomalie. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Okay, und die Hand ist zum Glück nicht so ganz krass gealtert. Aber wenn die Fingernägel schon gewachsen sind, dann müssen das ja schon mehrere Tage gewesen sein. Okay, wir haben auf jeden Fall altes Brot. Solche Zeitreise-Experimente mache ich schon seit Jahren. Ich finde immer noch Reste davon unterm Sofa. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Okay, dann können wir damit wieder hoch zum Turm gehen. So, einmal den Schnabeltierkorb. Gerüst. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das ist super. Und wieder runter. So, jetzt haben wir ein Schnabeltier.
Und jetzt setzen wir Laufrad. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordberg, Herr Professor. Nordberg, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit im Flug. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug wirst dazwischen reden, Unterbissballführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren Witzbolde, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Grüsenfehler. Na und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Yippie! Schule ist aus! Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erledigen können. Okay. Das war gerade die Schulglocke und es quietscht hier furchtbar. Ich will gerade nochmal anmerken. 1, 2, 3, 4. Rufus hat vorhin seine Hand in die Anomalie gesteckt. Gefühlt, sagen wir, hochgeworfen so 2 Sekunden oder maximal 3. Welches Brot ist in 3 Stunden schlecht? Okay, nur mal dazu. Wir können vermutlich nicht raus. Verdammt, die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Okay, also vergeht die Zeit nur hier drinne. Und die Pausenglocke war wahrscheinlich in der Uhr. Wenn er sich weiter so anstrengt, wird diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Können wir die wieder mitnehmen einfach? So, jetzt ist aber genug hier. Es hört mich auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Wir können es nicht mehr mitnehmen. Wie ein Stock. Können wir den Regenschirm einfach hier ins Laufrad? No, schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser ihr gewöhnt euch dran. Okay, die Anomalie ist trotzdem noch ziemlich laut. Aber die Glocke hat geläutet. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall raus erstmal. Oh, endlich wieder leise. Die sind immer noch nicht weitergekommen. Okay, die Glocke hat geläutet, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich hier reingehen zur Verwaltung. So, hier sind wir. Hier passiert wieder nichts. Wahrscheinlich können wir jetzt hier uns mit dem jungen Direktor unterhalten und vielleicht erfahren wir auch, was mit unserem McChronicle hier los ist. Warum er diese lustige Mütze auf hat, auf deren D ist für, ich, keine Ahnung, Dumbatz? Okay, aber dazu geht's dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.